Das diesjährige Kontek-Forum stand im Kontext der Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes 2 und der Einführung Pflegestärkungsgesetz 3 und Bundesteilhabegesetz. Schon die Anfangsredner aus den Ministerien haben deutlich gemacht, dass es sich bei der Umsetzung dieser Gesetze um eine neue Lernerfahrung in der gesamten Republik handelt, die gemeinsam im Dialog zwischen verschiedenen Partnern geführt werden muss. Ich denke, hier ist tatsächlich diese Gratwanderung die Herausforderung, der wir uns natürlich auch als Landesgesetzgeber stellen müssen. Wir würden uns, und ich glaube auch für die Branche insgesamt sprechen, freuen, wenn nicht gleich wieder das nächste Gesetz käme, sondern wenn wir so etwa ein, zwei Jahre Zeit hätten, die jetzt beschlossenen Gesetze ordentlich umzusetzen. Das ist so ein Appell, den ich an alle richte, aber da haben wahrscheinlich viele auch großes Verständnis dafür. Insofern hat das Kontek-Forum in diesem Jahr versucht, Dialogräume zu öffnen, in denen gemeinsam von Kostenträgern, Kommunen, Leistungserbringern und Politik diskutiert werden konnte, wie die Herausforderungen aussehen und was man dafür tun muss, um ambulant und stationär näher zusammenrücken zu lassen. Das Kontek-Forum hat darüber hinaus auch den Blick über die Grenzen geöffnet. Mit Joost de Blok von Buchzorg war ein neues Modell aus Holland vertreten, welches mit kleinen Teams den Pflegekräften in selbstverantworteter Umsetzung ihre Kompetenzen zurückgibt und ein ganz schnell wachsendes Unternehmen ist, was zum heutigen Zeitpunkt Anregungen liefern kann, aber auch Anregungen für die Führung liefert. If you just take small teams with 10, 12 nurses, who are responsible for a neighborhood from between 5 to 10,000 people, then you can oversee all the networks. One of my most important aims was to create an environment where people want to work in. So when you become a nurse, you want to do the best possible things for patients, and you want to do that in an environment where you, when you get home at the end of the day, you say, okay, I have done the best possible things. Wir stehen für echte Dezentralisierung. Das heißt, wir haben nichts irgendwie nach extern vergeben. Wir betreuen alle Pflegestufen. Uns ist wichtig, dass im Haus gekocht wird. Das heißt, in jeder einzelnen Wohnung wird gekocht. Es werden die Speisepläne mit den Bewohnern erstellt. Die Bewohner sollen bei uns tatsächlich sich wie zu Hause fühlen. Doch nicht nur die konkreten Fragen der Umsetzung wurden an diesem Kontek-Forum diskutiert, sondern auch die Gesamteinordnung zwischen der Pflegeversicherung und der Behindertenhilfe wurden durch Professor Berntsen im Rahmen des Neujahrsempfangs Grußwortes sehr schön und sehr pointiert dargestellt. Und Dr. Jürgen Bode konnte dieses am Beginn des nächsten Morgens gut aufgreifen und hat nochmal ein breites Bild der Personenzentrierung in der Zukunft deutlich machen können. Und nun haben wir einen ausführlichen Diskurs in der sozialen Arbeit, in der Einrichtung oder, um das alte Wort zu sagen, die Anstalt, keinen sehr guten Ruf mehr haben. Es geht um Kooperation, es geht um geteilte Verantwortung. Sie wissen, dass ich im Netzwerk Song engagiert bin. Und dass es mir sehr darum geht, die Grundkonstruktion, nämlich die subsidiäre Verantwortungswahrnehmung auf örtlicher Ebene und die professionelle Leistungserbringung zusammensehe und dass ich weiß, dass eine professionell gute Ausbildung und ein ehrenamtliches Engagement zusammengehören. Ich bin gespannt, wie die Diskussion weitergehen wird. Wir als Kontek werden sie in den nächsten Jahren sicherlich noch mit Ihnen zusammen begleiten, uns anschauen und Ideen immer wieder aufnehmen, um sie mit Ihnen auf dem Kontek-Forum auch im Jahr 2018 zu diskutieren. Dann heißt es, ein Jahr Einführung Pflegestärkungsgesetz 2, Pflegestärkungsgesetz 3 und die neue Bundesregierung mit ihrem Programm. In diesem Sinne heiße ich Sie schon heute herzlich willkommen.